So, ihr Ficker, ich nehme jetzt auch mal hier wieder für YouTube auf. Und ich mach mal jetzt, ich habe mir jetzt gerade, ich zeig's nochmal. Ich zeig's nochmal, indem ich jetzt hier einfach mal in das Menü hineingehe. Verbesserung, ich habe mir jetzt hier unter der Elbenscheiße, habe ich mir jetzt für 50 Mark Acharns Schatten gekauft. Und da kann ich jetzt 20 Sekunden lang umherirren wie ein Bekloppter, wenn ich einmal mein Glied aufgeladen habe. Das mache ich jetzt einfach mal hier vorne bei irgendeinem von diesen Pennern. So, und da bin ich schon in diesem verdammten Modus und kann jetzt hier einfach so gehen und stehen, wie ich will, und mal eben so zack und einfach mal so weitergehen, und die sehen mich alle überhaupt nicht und ja, weiß ich nicht, die haben auch keine Lust mehr was zu machen. Ich gehe einfach so rum. Ja, ist dummerweise jetzt schon zu Ende. Das macht natürlich mehr Sinn, wenn man jetzt von 500 Huren angegriffen wird. Ja, toll, das war es natürlich leider schon wieder. Aber es wäre natürlich mit 50 Uruks als Gegnern, wäre es natürlich richtig, richtig geil gewesen. Das habe ich mir, also ehrlich gesagt, instinktiv gewünscht, dass es so eine Option oder eine Funktion hier gibt. Es wäre so geil gewesen, wenn es sie gegeben hätte, und sie gibt es ja auch. Also das... Also ich würde nicht sagen, da geht mir einer bei ab jetzt, aber ist schon kurz davor. Also ich muss aufpassen. Noch eine geilere Option, Funktion kann es eigentlich bei dem Spiel schon bald gar nicht mehr geben. Gelten auch als tot, wenn sie schon eingenommen wurden. Das ist natürlich auch schon mal sehr sexy. Das wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus bei diesem verhurten Drecksspiel. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ich will jetzt da gerne ein bisschen nach rechts gehen. Das kann ich aber jetzt gerade nicht. So, jetzt muss ich nochmal von vorne alles machen. Da dashe ich jetzt auch erstmal zwischen den Leuten hin und her, solange ich noch Pfeile habe. Auch eine sehr geile Funktion, allein schon relativ früh erreichbar und auch bezahlbar gewesen. Das andere war jetzt ja mit dem 2500, ich weiß gar nicht mehr, ganz sehr teuer auf jeden Fall. Da musste ich lange für Elbenschwänze lutschen, um mir das leisten zu können. So. Was war das? Jetzt erstmal hier die ganzen Geschichten wieder aufladen. Also da unten sieht man jetzt ja, wenn ich die Taste RT gedrückt halte, sieht man da unten auch die Leiste. Also dieses komische Symbol, dass ich erstmal durch solche Schleichangriffe wieder aufladen muss. Man kann es jetzt also nicht beliebig oft einsetzen. Das ist schon ein bisschen schade. Na ja gut, aber es muss ja auch einen Nachteil haben. Wenn es zu leicht wäre, dann könnte man es ja immer benutzen. Ja, unten im Stream sieht man natürlich auch den Elbenschwanz. Zumindest eine Elbenvorhaut ist dort zu sehen. Der Schwanz ist ein bisschen groß für einen Elb. Bei Legolas bin ich mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt einen hat. So, da fehlen noch zwei. Die muss ich noch umbringen, sonst geht das hier nicht weiter. Verlasche das Fischerdorf. Fotzen. Ihr kennt ja auch den Spruch über den Wixi-Mister.
Ich soll das Fischerdorf verlassen. Das muss ich machen, indem ich zu Fuß gehe. Das ist sehr weit übrigens auch. Wenn ich nicht sowas hier hätte, wäre ich Stunden unterwegs gewesen. Aber ich muss mich auch meine geschundenen Waldläuferfüße ja überhaupt nicht anstrengen, weil ich einfach so da vor mich hin dashen kann. Ja. Treffen wir uns dann wieder zur. Das ist ja nicht die Haupt. Das ist ja die Hauptmission hier. Ich will ja noch ein paar Uruks-Häuptlinge flachlegen. Deswegen mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Azgrom, der Analpirat. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Das kennen wir schon aus der anderen Welt da hinten. Da ist jetzt ja nichts Schwieriges dabei eigentlich. Einfach nur die. Ach, den Alarm darf ich auch nicht auslösen. Ich habe nie so viel Blutvergießen gesehen wie bei dem Kampf, den wir gestern austrugen. Das missfällt mir ein wenig, weil Blutvergießen und Alarm nicht auslösen dürfen, das sind so zwei verschiedene Sachen. Die Gerüchte über Geister. Im Alarm auslösen bin ich nämlich eigentlich ganz groß. Das mache ich nämlich immer ganz gerne. Wenn die Orks das nicht machen, mache ich das meistens selber, weil das so schön ist. Da sind sie jetzt mal ein bisschen abgelenkt. Jetzt kann ich vielleicht mal gucken, ob ich hier oben. Nee, geht nicht. Die sind alle besetzt. Das schaffe ich doch nie, oder? Ich kann da nicht mal irgendwo hinsliden. Oder vielleicht schaffe ich es tatsächlich zu ihm dahin. Hat doch geklappt. Ich muss noch einen Cargo finden, den ich befreien kann. Da ist schon einer. Oh, es hat er mich gesehen. Ah, der darf keinen Alarm auslösen. Das ist nochmal gut gegangen. Wo ist denn der? Ach, da ist der Letzte. Das ist gut, da ist es um die Ecke. Ach ne, da ist auch noch einer. Ja, super, dann kann ich doch gleich den nehmen. Muss doch nicht mehr weit laufen. So, jetzt kommt der Analpirat. Mit zwei Gefolgsleuten, einer davon gehört schon mir. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mal hier auch aufpassen, dass mir da auch nichts passiert. Da. Oh, Scheiße da. Das sind zu viele. Ich habe ja Informationen gesammelt, noch und nöcher. Und das zahlt sich jetzt aus, denn ich weiß, dass der alte Sack hier in Explosion gar nicht leiden kann. Dummerweise habe ich aber auch schon alles in die Luft gejagt, was hier noch übrig war. Der gehört schon mir. Den will ich jetzt... Ah, der gehört auch mir. Den will ich doch gar nicht sehen. Ich will den anderen, den weißen Totenkopf da oben. Ah, den hat doch gerade angesehen, Mensch. Jetzt ganz links. Nein, ganz links. Was wechselt der das automatisch? Wozu? Immer noch nicht. So, jetzt kommt der mittleren oben. Komm nochmal, einen nach links. Ah, den kenne ich doch. Der gehört doch mir. Das ist doch mir. Ach du Scheiße, jetzt kommt noch. Ja, nein! Oh, wieder springt denn einen nach links? Was ist denn da los? Weil wenn er zwischen den beiden so schnell hinterher springen würde, würde ich sagen, okay, aber zwischen... Also ich werde es nicht mehr hinkriegen. So, jetzt... Oh, der mag schleichen gar nicht. Das ist gut. Wenn schleichen. Ah, da kommt er schon. Schleichen kann ich, denn der andere gehört mir und. Ach, jetzt haut er da. Ich hab schon größere Karagor gehalten. Umzingelt ihn! Ja, siehst du, da geht's nämlich los. Ja! Hast
das Schmerzen, er ist hingefallen oder was? Ich muss hier weg. Ich habe da keinen Bock drauf. Auf zwei Bosse auf einen Schlag, das mache ich gar nicht. Oh, der andere ist schon ein bisschen beschädigt. Was? Ist das mein Hero, der hier mitmacht oder was? Es ist Selbstmord, meinen Herrn anzugreifen, wenn ich ihn schütze. Oh, komm, lauf doch nicht da hoch jetzt. Sollte man ja aus der Ecke rauskommen, das ist ein bisschen zu krank. Hast du je einen Karagor einen Menschen fressen sehen? Ein schneller Tod. Gnädig sogar. Ich habe sogar selber schon mal einen Karagor gefressen, also da brauchst du mir nichts erzählen, Junge. Ich bin schon ziemlich schwach. Ich hau mal lieber ab. Nee, das ist jetzt ganz schlecht da. Wasser und so. Weg bitte. Weitergehen. Hochklettern. Los. Die schießen doch auf mich. Boah, so viele wieder. Komm, ich muss mich erstmal hier... Ich muss erstmal irgendeine Jungfrau schänden, bevor ich hier weitermache. Weil das geht sonst gar nicht mehr. So, das gibt ein bisschen Energie dazu. Die brauche ich auch, wenn ich... Ah, da kommt er alleine. Ich töte dich persönlich. Boah, was für eine Drecksnutte ist das denn jetzt schon wieder? So, der ist weg. Oh, verdammte Scheiße! Jetzt holt erstmal ruhig alle aus. Du verschwendest hier meine Zeit! So, jetzt kann ich ihn endlich einnehmen. Ehre dem dunklen Herrscher! Jetzt kann ich ihn infiltrieren. So, Informationen sammle ich bei der Gelegenheit nochmal gerne mit, aber ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendjemanden... Ob ich so uninformiert bin, wie ich immer tue. Da ist noch einer. Jetzt hau gefälligst ab! Ich kann dich nicht mehr sehen. Anus, der Amputierer. Ich habe keine Lust mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo noch... nee, doch, da. Da habe ich ein Ding nicht eingesammelt. Von der alten Sau, die ich hier selbst umgebracht habe. Habt ihr das gehört? Todesdrohung. Ja, komm hier, mach mal ihn hier mal fertig da. Dann sind sie auch immer weg, ne? Dann, man stößt sie quasi aus der Karte raus und dann sind sie auch alle sofort weg. So. Dann bis zum nächsten Mal. Anal. Auf Wiedersehen. So, da bin ich wieder. Auf der Suche nach dem fünften von 50 Häuptlingen. Und das werde ich jetzt hier machen. Da oben ist da wahrscheinlich die nächste Mission. Am Start. Ich lebe sowieso, aber ich nehme dieses Spiel, dieses Let's Play hier auf in einer Waldhütte im Libanon, falls ihr euch fragt, warum die Qualität vielleicht nicht ganz so toll ist. Und das Spiel wird auch live gestreamt jetzt gerade in das sogenannte World Wide Web. Grublick. Den habe ich das gefühlt schon 50 Mal manifestiert.
habe ein bisschen Angst jetzt gerade. Falls mir jemand zuschaut, bitte versucht mir doch ein wenig mehr Mut zuzusprechen. Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich guck mir jetzt mal an, was hier der für Schwächen hat. Ah, Schleichangriffe, das ist gut. Das ist hier bei dieser Karte auch, also bei diesem Teil der Karte auch gar nicht so schlecht. Das kann man schaffen, wenn man Lust hat. Die habe ich natürlich nicht, aber ich versuche es trotzdem. Ich versuche mein Glück mal. Oh, das ist natürlich, steht er jetzt ja. Och, du Scheiße, 3. Steht er natürlich ganz schlecht jetzt da. Ich kann es förmlich riechen und wette um einen Fassgrog, dass es eine Falle für den Tag ist. Da brennt er so ein bisschen, das ist doof, ne? Ich sollte weniger trinken. Macht ihn aber nichts. Bleibt wachsam, sicher ist sicher. Hab ich da gerade etwas gehört? Ja, hast du wahrscheinlich auch, aber das ist jetzt der. Ich müsste eigentlich da unten hinspringen. Also ein bisschen Angst, dass man mich dann erkennt. Aber der bewegt sich halt kein Stück vom Fleck. Ich werde es ja mal versuchen, mich von unten, hinten, unten zu nähern. Wenn er jetzt nicht den Falschen anvisiert, dann könnte es sogar klappen. Es ist ein Schleicher. Viel zu hartnäckig und ihre Armee wächst viel zu schnell. Ja, da kann ich jetzt gerade gar nichts machen. Er kennt mich sicherlich gleich. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das mag er zum Beispiel auch überhaupt nicht. Er ist auch immun dagegen. Das ist richtig gut gerade jetzt gelaufen für mich. Ärger auf mich zu und wie? Scheiße! So. Holt mir wenigstens mal meine Pfeile zurück. Hab wenigstens einen Freund hier auf meiner Seite. Und den Urimat 3000 da unten werde ich versuchen, gleich noch irgendwie anders zu vernichten. Am besten durch Schleichen, weil da zieht es ihm wahrscheinlich richtig was aus der Hose. Ja, du bist auch toll, ja. Und fanatisch bist du. Und fantastisch und überhaupt. Scheiße. Ich hab's sogar geschafft. Zwar weiß jetzt jeder, dass ich da bin, aber jetzt weiß er es gerade nicht offenbar. Okay, viel hat sie mir jetzt aber auch nicht abgezogen. Ach ja, Dialoge über Dialoge. Und wie groß er auch ist. Das macht mir ein wenig Angst. Ich muss hier weg. Das nützt alles nichts. Ja, da wird's mir schon zu schummerig. Oh, der Nächste kommt wieder mit seinem wichtigen Gerede da um die Ecke. Oh, komm, hau einfach ab. Talion. Verschwinde da. Du kannst es einfach nicht. Du musst es auch immer wollen, ne? Du musst auch immer ja, einfach übertreiben. Mit 15 Leuten auf einmal einlassen, das ist einfach nicht dein Ding. Lauf einfach weg. Lauf und halt die Schnauze. Und da kommen sie schon hinterher. Da ist Peniskraut, das hilft mir wenigstens vielleicht bei der Heilung ein wenig. Dann wird ihr nicht mehr hier umherschleichen.
Da drüben! Wo? Grublick. Da hält mich wieder mal ein Laternenpfahlmast auf. Das ist bei dem Spiel leider sehr häufig so. Das ist also wirklich super durchdacht. Da laufe ich in einen Raum hinein. Da kann ich natürlich auch nicht an der Wand hochklettern. Das geht nicht. Habt ihr das gehört? Gehört. So, hier muss ich noch ein bisschen Elbenfeuer mitnehmen. Elbengeschosse. Und ich, ja, das ist echt, oh, da soll er noch nicht ganz nach unten gehen. Scheiße. Ah, das sind zu viele, das ist doch Mist. Die laufen doch überhaupt nicht rum. Was ist denn das für ein Quatsch? Bleiben einfach da stehen. Was soll denn die Kacke? Dann sollte das Spiel doch gar nicht mehr aus auf den Markt bringen, wenn hier keine Bewegung reinkommt. Genau, er hasst noch Bandwunden, richtig. Drei, vier Bosse da. Das ist doch scheiße, da. Als ich tötet, bekommt die Hälfte meines Grogs als Belohnung. Geht der Sache auf den Grund! Ach, da kommt er auch mit. Scheiße, ich wollte eigentlich nur die anderen Pisser da anlocken. Schleicht da jemand umher? Kämpfe für mich! Das hört sich nicht gut an. Meine Augen sind wie deine. Ich versuch's einfach mal. Komm her und versuch das mal bei mir. Ich spreng dir die Knie. Das stimmt leider. Ich kann's nicht mit euch allen aufnehmen. Ja, da ist er leider tot. Speer vernichtet worden. Mein guter Gefolgsmann. Aber wenn ich jetzt ja das Rublik nicht stirbt, was er gerade tut. Nichts wäre sehr schön gewesen, wenn ich ihn hätte für mich einnehmen können, aber scheiße, das hat nicht ganz funktioniert. Leider wieder mal. Zum zweiten Mal ist mir einer so abhanden gekommen. Aber da ist ja, der ist ja noch hier einer übrig. Wenn ich den jetzt einnehme, dann habe ich ja quasi trotzdem meinen Auftrag erfüllt. Ich darf ihn nur nicht wieder töten. Ja, spring einfach drüber, bitte. Komm, jetzt werd doch einfach grün. Wenigstens hauen die anderen ab. Wegen des Todes ihres ehemaligen Chefs. Mach, was du willst. Ja, jetzt hab ich ihn doch. Abschaum. Genau. Ich beherrsche ihn ein wenig. Und da er jetzt auf dem Thron steht, wo einst Anus war...
ist ja doch nochmal alles ganz gut ausgegangen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ein ganz herzliches Leck mich doch am Arsch.